Mein Name ist Nicola Lange und ich möchte versuchen, euch zu erklären, warum wir Ostern feiern. Und zwar feiern wir Ostern, ist das wichtigste Fest der Christen, weil wir glauben, dass Jesus Christus am Karfreitag, der ist morgen, das ist der 3. April 2015, von Menschen in Jerusalem getötet wurde, weil sie neidisch auf ihn waren. Und weil sie Angst hatten, er könne mächtiger werden als sie. Das hatte er gar nicht vor, aber sie haben es eben geglaubt. Und immer mehr Leute wurden aufgehetzt und immer mehr Leute schrien zu Pontius Pilatus, kreuzigt ihn, er hat sich König der Juden genannt. Und am Tag davor, das ist der Donnerstag vor dem Karfreitag, sitzt Jesus mit seinen Jüngern zusammen, bricht das Brot, gibt jedem ein Stück und sagt, esst davon, damit ihr wisst, dass ich zu euch gehöre und immer bei euch sein werde. Die Jünger wundern sich, denn sonst war das nicht so. Und dann schenkt er ihnen Wein ein und sagt, trinkt davon, damit ihr wisst, dass wir immer durch unser Blut miteinander verbunden sind. Und ein Jünger heißt Judas. Und Jesus sagt zu ihm, bevor der Hahn das dritte Mal kräht, wirst du mich verraten haben. Und Jesus weiß das schon. Und Judas streitet das ganz entsetzt ab, aber Jesus weiß eben mehr. Und dann schleicht Judas sich tatsächlich davon, geht zu den Priestern, die um ihren Machtanspruch fürchten und deswegen Jesus aus dem Weg haben wollen und sagt zu ihnen, kommt, ich zeige euch, wo Jesus ist. Und derjenige, den ich küsse, das ist Jesus. Und genau das tut er dann auch. Und in dem Moment kräht ein Hahn dreimal. Da fängt Judas an zu weinen und merkt, dass es falsch ist, was er getan hat. Aber da ist es zu spät. Sie töten Jesus an dem Tag, den wir Karfreitag nennen. Und am dritten Tag gehen einige Frauen, die mit Jesus umhergezogen sind, zu dem Grab. Sie haben Jesus sehr gerne gehabt und sie wollen noch etwas für ihn tun. Sie wollen ihn waschen, sie wollen ihn mit schönen Ölen einölen und sie wollen ihn in saubere Tücher wickeln. Ein Begräbnis, wie wir das heute kennen, gab es da damals noch nicht. Jesus war in dem Moment in einer Erdhöhle, es war ein großer Stein davor. Als sie aber ankommen, sehen sie, dass der große Stein weggerollt wurde. Da sind sie erstaunt, wer kann so einen schweren Stein wegrollen? Und dann gehen sie vorsichtig rein, etwas ängstlich natürlich, weil sie nicht wissen, was los ist. Und da sitzt ein Mann in dem Raum und sagt, Jesus ist von den Toten auferstanden, fürchtet euch nicht. Sie können das überhaupt nicht glauben, erzählen erstmal nur den Jüngern davon. Doch die können das kaum glauben, dass das wirklich so passiert ist. Deswegen zeigt sich Jesus den Jüngern noch einige Male. Und das ist das, was uns diese Geschichte sagt, Gott ist stärker als der Tod. Gott kann Tod vom Leben wieder ins Leben zurückbringen. Und kein Tod ist endgültig. Das ist das, was wir Christen glauben. Und das ist der Grund, warum wir Ostern feiern.
Die Ostereier oder Osterhasen haben mit dem christlichen Ostern überhaupt nichts zu tun. Der Grund war dafür, dass die Leute früher streng gefastet haben, auch keine Eier gegessen haben, 40 Tage vor Ostern. Und die letzten Tage, bevor sie sie wieder essen durften, die Eier einfärbten, um die rohen von den gekochten unterscheiden zu können und um sie so ein bisschen haltbarer zu machen. Und dass die Kinder danach gesucht haben, ist ungefähr seit 200 Jahren der Fall. Davor hat man das nicht gemacht, das ist also nur ein Brauch, ein Ritus. Und wenn ihr Lust darauf habt oder wenn eure Eltern euch da irgendwas verstecken wollen, meiner persönlichen Meinung nach könnt ihr das ruhig tun. Aber ihr müsst schon wissen, dass es nichts mit dem christlichen Brauch zu tun hat. Es hat nichts mit Ostern im christlichen Sinne zu tun. Es ist einfach nur eine Sitte. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Osterzeit mit eurer Familie, viel Freude, viel Liebe untereinander. Und vielleicht mögt ihr ja mit euren Eltern die Ostergeschichte noch mit einer Bibel nachlesen. Danke, dass ihr mir zugehört habt.